Hallo YouTube, hallo Mitspieler, herzlich willkommen zurück bei Nickfrei zockt Fußballmanager 13 im Mikromanagement. Wir stehen vom großen Spiel gegen die Spurs, gegen Tottenham Hotspurs. Und ja, was soll ich sagen? Das ist ein starker Gegner. Der ist fast, ja, wenn man es genau nimmt, ist er eigentlich so um die 70 Punkte stärker wie wir. Und das ist meine Hoffnung, dass wir hier als absoluter Underdog die Klatsche auspacken, den Volleins über die Rübe ziehen und das Ding auch nach Hause schippen. Vilotic, unser Kapitän, der ist euphorisch, genauso wie Mustavi, der ist auch euphorisch. Beide stehen heute auf dem Platz. Ich hoffe, die können ein bisschen mitreißen. Kaminski ist eine 68 geworden und das, obwohl er nur ganz normal motiviert ist. Also das heißt, hier hinten in der Verteidigung werden wir stärker, was auch wieder dafür spricht, dass wir uns eher von Gülen trennen werden wie von Kaminski. Hört sich vielleicht im ersten Moment ein bisschen komisch an, aber ey, der ist verdammt gut. Und Gülen ist eine 66 geworden. Also auch mit Gülen können wir arbeiten und uns dann vielleicht doch wieder von Kaminski trennen. Also die beiden Streithähne hier sozusagen, entweder fangen die irgendwann mal an, sich wieder zu versöhnen, oder einer von beiden muss gehen. Und ich glaube, wenn einer gehen muss, dann ist es eher der Kaminski. Denn wenn wir hier in die Teamdynamik reinschauen, mit wem haben denn die meisten Leute ein Problem? Man soll es nicht glauben, aber unfaire Gehälter. Kaminski. Mustavi ist sauer, weil Kaminski mehr verdient. Gülen ist sauer, weil Pavlovic mehr verdient. Und Schreck ist sauer, weil Milicevic mehr verdient. Aber ey, Milicevic ist auch viel stärker wie du. Du Honk, du. Naja, wie auch immer. So, Kämpfen um Position, Gülen und Kaminski. Deshalb sind die beiden ja auch so stinkig aufeinander. Und deshalb sind sie Feinde. Ne? Deshalb sind die so richtig Boom-Feinde. Und ja, das ist so das Problem. Die beiden sind ja Brüder, sind verwandt. Auch schön, vier Spieler, die verwandt sind. Hajovic, der könnte eigentlich schon fast Kapitän werden bei uns in der Mannschaft. Hört sich jetzt vielleicht bescheuert an. Der hat ein gutes Standing in der Mannschaft. Ich kann mal gucken, wer von denen mehr Punkte hat. Eigentlich der Vilotic. Es ist schade, dass der von den Spielern nicht so stark anerkannt wird. Normalerweise, wir bräuchten einen richtigen Anführer hier in der Mannschaft. Ich habe ja die Hoffnung, dass einer von denen da mal aufsteigt. Aber ich weiß auch nicht. Ich sehe hier einige Spieler, die sie vielleicht abgeben sollten. Wen? Die beiden hier unten, die nicht anerkannt sind? Oder der Wuttke, die Newcomer? Wird doch alles noch. Alles mal hier, keine Panik. Das ist immer so, die ganze Panik. So, was ist mit dem hier? Was? Ergänzungsspieler. Ja, versprochen, mehrere Ligaspiele durchspielen darf. Ja, werden wir ja auch machen. Und er wird auch eine große Zukunft haben. Ligaspiele, die er durchspielen darf, ist zum Beispiel gegen die Young Boys, da darf er spielen. Oder gegen Thun oder Lausanne darf er spielen. Von mir aus auch gegen St. Gallen und Lugano darf er von mir aus auch spielen. Ja, ich meine, der wird seine Einsatzchancen kriegen. Da braucht er sich jetzt mal nicht aufzuregen hier. Der Pavlovic, ja, der ist natürlich ein bisschen stinkig, weil wir gesagt haben, er wird in der Regel spielen. Dann kommt der Halstenberg und plötzlich spielt er nicht mehr. Und der Tiny, naja gut, komm, Tiny. Eigentlich müsste ich dem sagen, dass er überhaupt keine Chance mehr hat. Aber ich glaube, wenn ich... Ach, ist doch auch egal. Was Tiny denkt, ist mir doch eigentlich auch egal. Tiny ist, wie soll ich das am besten ausdrücken? Der ist nur noch da. Sagen wir es einfach so. Er ist halt da. Ja, wir schleppen ihn noch mit. Der ist 36, wird immer schwächer. Da ist ja der Scherk mittlerweile sogar besser. Der ist übrigens mittlerweile eine 64. Alter Schwede. Also ich glaube, der verdrängt bald hier unseren Fickinger aus dem Tor. Hört sich bescheuert an. Könnte ich mir allerdings vorstellen, weil so wie der abgeht, hier Reflexe, also wenn der bei Abschlag jetzt noch ein bisschen besser wird, dann ist das ein super Torhüter, den wir dann durchaus auch mal einsetzen können als regulären Torhüter in einem regulären Ligaspiel. Ja. So, aber nichtsdestotrotz, jetzt geht's erstmal hier rund, 10.000 bieten wir, wenn die das Spiel gewinnen. Und deshalb würde ich sagen, lassen wir den Ball mal rollen und ab geht's, drücken wir hier mal auf Play. Und dann, wir im Heimtrikot, die im Auswärtstrikot. Und dann bin ich mal gespannt, wie wir uns anstellen gegen die. So, wir gewinnen hundertprozentig. Nee, kein Tor kassieren, schießen die aus dem Stadion. Leben schwer machen. Ach du lieber Himmel. Ja, geht raus und spielt ordentlich Fußball. Das Einzige, was ich Ihnen sagen kann. Schade, schade. Zweikampf über alles oder so nach dem Motto. Irgendwas hätte ich ganz zu denen gesagt, was die so richtig motiviert. Die sehen mir jetzt ehrlich gesagt nicht so motiviert aus, nach der Ansprache. Vielleicht müssen wir ein bisschen Einsatz hochdrehen, vielleicht lasse ich die hier mal auf 80% laufen.
Ich bin mir da noch nicht so 100% sicher. Wir warten mal, wie die erste Viertelstunde läuft. Ob wir es in der ersten Viertelstunde vors Tor schaffen oder nicht. So, Fickenscher, Halstenberg, Vilotic, Kaminski, Lang, Abraschi, Adili, Hajovic, Brahimi, Benkhalifa, Mustavi sind unsere Startelf. Die anderen kommen mit Lloris, mit Townsend. Ja, bin gerade am gucken, ob ich da irgendeinen kenne, aber die wenigsten davon kenne ich. So, und da kommen sie dann schon bei uns vors Tor und schießen schon mal gegen den Pfosten. Das ist nicht gut. Okay, zweifach läuft's. Wir gehen trotzdem mal rein. Wir müssen hier mal ein bisschen den Einsatz erhöhen, glaube ich. Das ist auch super gewesen. Jetzt war ich zurück auf dem Desktop. Ich hoffe, ihr seid noch da. Abdeboye oder wie er heißt, der ist bei uns hier in der Deckung. Also das sieht ganz gut aus. Also ich hoffe, dass jetzt nichts schief gegangen ist. Mann, wieso schaltet der einfach zurück auf den Desktop? Das kann doch nicht sein mitten im Spiel. Ja, ich würde sagen, so können wir die Jungs mal rausschicken und dann schauen wir einfach mal, was passiert. So, hier Eckball. Hajovic fängt ihn ab. Weiter Ball nach vorne. Townsend kommt hier rüber und dann kriegt hier noch einer von uns. Ich habe jetzt nicht erkannt, wer ein Fuß dazwischen. Wird ein spannendes Spiel. Wir haben Einwurf. Abraji und wird. Ah, wieder wir Einwurf. Lang wirft ein. Hajovic, Flanke auf Mustavi, Flanke auf Benkhalifa und dann gibt es einen Eckball für uns. Ich glaube, wir haben einen guten Eckballschützen dabei. Ich glaube, das ist Vilotic, der ihn schießt, oder? Das ist blöde. Jetzt fehlt da hinten so ein bisschen. Aber Brahimi, Mustavi, Benkhalifa. Mann, den muss er doch machen. So frei vom Tor, Mann, kann der den doch nicht vorbeischießen. Sigurdsson hatte da eine Flanke geschlagen, aber wir sind schon wieder im Vorwärtsgang. Ja, werden wir einfach umgerempelt. Schiri meint nicht, dass er pfeifen muss. So, Brahimi. Und, okay, Notbremse. Ja, war ein taktisches Foul, Gott. Sehr schön gemacht von Halstenberg auf Brahimi. Brahimi wird gelegt und wir wären durch gewesen. Da pfeift er ab. Warum lässt er keinen Vorteil gelten? Kann doch nicht wahr sein. Ben Khalifa war nach dem Pass hier eigentlich durch. Aber das ist auch so ein Problem mit der Vorteilsregel hier. Normalerweise ist es ja so, dass ein Schiedsrichter einen Vorteil laufen lässt und wenn er den Ball dann irgendwie da vorne nochmal verlieren sollte, dann gibt es auch nochmal Freistoß von der Stelle, wo es Foul stattgefunden hat. Das kann man alles machen im richtigen Fußball. Wow! Das war mehr als knapp. Also Ben Khalifa will es hier scheinbar wissen. So, Brahimi auf Ben Khalifa, auf Mustavi. Mustavi wird gefoult und dass die da nicht pfeifen. Brahimi kann sich irgendwie hier nicht durchsetzen. Hajovic auch nicht so richtig. Abraji und Hajovic in Teamwork obern Ball und hauen den hier aus der eigenen Hälfte raus. Sehr schön hier den Stürmer abgedeckt. Dann macht Mustavi einen Passfehler. Dann kommt Abraji und stört hier. Und da ist er drin. Ja, wenn man so einen Stürmer da vorne hat, dann hat man eben einfach Probleme, den aufzuhalten. Hier passiert der klitzekleine Fehler, dass er durchkommt und dann ist er halt drin. Kann man machen, nichts. Muss man gucken zu. So, Ben Khalifa. Na, ich glaube, da tun wir uns echt schwer hier. So, schön aufgepasst. Hajovic. Hajovic auf Mustavi. Nee, Mustavi. Oh, Elfmeter. Das gibt Elfmeter. Das gibt definitiv Elfmeter. Ist ja der Hammer. Da können wir ja sogar einen Ausgleich erzielen. Wen haben wir denn als Elfmeterschützen dabei? Den Halstenberg. Der ist dann relativ sicherer, oder? Komm, das war im Strafraum, oder? Das war im Straf. Ja, im Strafraum. Wenn. Und das war ein irreguläres Tor. Davon mal ab. Aber ist drin. Schiri lässt ihn gelten. Werden wir uns mal nicht dagegen. Warum ist das ein irreguläres Tor? Weil er gegen Pfosten schießt. War kein anderer Spieler dran. Achtung, wir passen auf.
Er schießt gegen den Pfosten, der Ball kommt zurück und dann schiebt er rein. Darf er eigentlich nicht. Muss er eigentlich wegbleiben? Der Ball war nicht mehr im Spiel. Wäre vom Torwart gekommen, wäre es okay gewesen, aber der Torwart, der springt am Ball vorbei, er schießt gegen den Pfosten. Damit ist es eigentlich ein irreguläres Tor. Naja, wie auch immer. Der Ball ist drin, Nassim Ben Khalifa hat einen gemacht, es steht 1:1 und das ist mal gar nicht so schlecht. Und ich würde sagen, lass uns genauso weitermachen, dann fügt sich alles zusammen. Dann werden wir hier noch ein paar Spieler ein bisschen motivieren müssen. Vilotić können wir mal kritisieren, weil 4,5 geht mal gar nicht. Den müssen wir mal motivieren, den müssen wir mal motivieren. Und dann würde ich sagen, Brahimi und Mustafi wird noch motiviert. Vielleicht wäre es besser gewesen, naja, ich weiß es nicht. Müssen wir mal gucken. Alle unsere Spieler sind schön frisch immer noch. Also ich wüsste gar nicht, wen ich da jetzt großartig massieren soll. Gehen wir mal an den hier. Dann gehen wir mal an den hier. Dann gehen wir mal an den hier. Ja. Ah ne, ich habe bei Fitness geguckt. Ich war jetzt gerade irritiert. Aber auch von der Frische her sieht es hier super aus. Also alles ist bestens. Alles ist super. Kaminski ist jetzt richtig frisch und ich hoffe, dass der da hinten jetzt wunderbar mitmischt und dass der da jetzt richtig Gas gibt. Ich bin jetzt immer noch am überlegen, ob wir vielleicht in der Halbzeit nochmal irgendwie einen Wechsel vornehmen sollten, aber ich wüsste nicht, wen wir wechseln sollen. Momentan sieht alles gut aus, wir haben keine Karten, es steht 1:1. Lassen wir die Spiele wieder beginnen. So, Anstoß hier von den Spurs. Also man kann ja auch pingelig sein. Also da habe ich aber schlimmere Fouls gegen uns gesehen. So, schön raus. Nassim Ben Khalifa auf Mustafi. Mustafi, Mustafi, Mustafi auf Adili. Adili auf Ben Khalifa. Unterführungstreffer. 2:1. Jetzt geht's aber ab hier. Jetzt geht's aber ab. Das ist ja unglaublich. Kommt der Ball hier an und Ben Khalifa schiebt ihn rein. Ja, ich würde sagen, Torwartfehler. Macht uns aber nichts. Wir geben den Spurs richtig zu denken. Das hier hat Pokalcharakter. Die schwächere Mannschaft gibt alles, ist hoch motiviert. Oh oh. Okay, jetzt müssen wir reagieren. Abrashi Gelb passt mir hier nicht. Er macht zwar ein super Spiel, aber ich glaube, da bringen wir den Ziegel rein. Um hier die gelb-rote Karte zu verhindern. Wobei ich gerade am Überlegen bin, nee, wir bringen den Ziegel rein. Ich glaube, besser ist das. Der hat ja auch einen guten Job gemacht bis jetzt. Er ist zwar von der Fitness her ein bisschen angeschlagen, ist nicht topfit, muss ja aber auch nicht das ganze Spiel da stehen. Wir sind ja schon in der 57. Minute, von daher passt's. Gut, dann würde ich sagen, machen wir den Wechsel hier, damit die gelbe Karte hier nicht noch zu schweren Konsequenzen führt. Reicht, dass wir einen Freistoß gegen uns kriegen in Tornähe. Da müssen wir mal schauen, dass es eben nicht gelb-rot gibt. So, Ball ist wieder weit weg bis an die Mittellinie. Zickel passt schön aufköpfen, leider direkt zu Abodauer. Oder wie heißt der? Ich kann den Namen mir nicht merken. Wie kann man so heißen? Na, ist egal. So, ist ein großer Stürmer, sieht man auch hier. So, Fickenscher hat aufgepasst. Ist ein großer Stürmer, der überragt fast alle unsere Spieler. Trotzdem gewinnen wir hier gerade einen Kopfball. Und Lang, sehr schön Ball erobert. Brahimi, meine Fresse, lassen die sich den Ball da abnehmen. Das kann doch nicht wahr sein. Die machen jetzt hier voll den Druck. Und ich fliege schon wieder auf den Desktop. Das darf doch nicht wahr sein. Wieso fliege ich denn schon wieder auf den Desktop? Wollen die mich hier veräppeln oder was? So, ich wollte gerade irgendwas machen und jetzt weiß ich nicht mehr, was ich machen wollte. Verdammt, weil ich die ganze Zeit auf den Desktop fliege. So, 67. Minute. Vilotić ist eine 4,5, alter Schwede. Ich glaube, wir machen hier mal den Wechsel Kaminski, Lang und Fälscher. In der Hoffnung, dass das was bringt. Dass wir die 4,5 rauskriegen, weil Vilotić mit einer 4,5 kann ich da hinten nicht spielen lassen. Das provoziert regelrechten Gegentreffer. Und dann würde ich gerne noch einen Taffer für einen Mustafi bringen, in der Hoffnung, dass der da frischen Wind reinbringt.
Das passt soweit, das passt soweit, das passt eigentlich alles soweit. Die Frage ist, ob der Kaminski, der ist nur ein Rechtsfuß. Ja, also es könnte kritisch werden. Es könnte kritisch werden. Mit Kaminski hier auf der Position. Da bin ich sogar am Überlegen, ob ich den nicht den Lang komplett darüber stellen soll. Also ob wir die nicht tauschen sollen. So rum. Also, wie auch immer. Also jetzt haben wir hier ein bisschen Schwäche mit in Verbindung damit. Ich hoffe, der Hajovic kann das ein bisschen ausgleichen. Haben wir auf jeden Fall unsere Wechsel gemacht. Und jetzt gucken wir mal, ob wir das da irgendwie noch hinkriegen. Jetzt ist wieder hier gegenverkehrt. Boah, Glück gehabt. Jetzt rutscht mir das Headset vom Kopf. Was ist denn heute los? Ist das hier so eine Bugfolge? Zweimal auf dem Desktop gelandet, mitten im Spiel. Keine Ahnung, minimiert er einfach und sagt mir irgendwie, mein Kopfhörer wäre nicht richtig eingesteckt. So, Brahimi, auf. Wow! Wow! Was war das denn? Der lässt den da tatsächlich hochspringen und zieht einen Volley aus der Drehung ab. Was haben wir mit dem Ben Khalifa gemacht? So, jetzt der Lang auf Adili. Adili, Adili ist durch. Adili auf Vilotic und knapp vorbei. Ist auch daneben, aber es war noch ein Gegner dran. Also nochmal Eckball. Aber der kommt nicht gut. Den hat Brahimi nicht so gut geschossen. Können wir das Ding auch gewinnen? Wäre ja der Hammer. Das wäre ja der Hammer. Oh, ja. Gelbe Karte hier für Kaminski. Freistoß außerhalb des Strafraums und noch, ja, ich sag mal, 11 Minuten zu spielen. Plus Nachspielzeit vermutlich nochmal 3 Minuten. Sehr schön von Ziegel, sehr schön von Ziegel, sehr schön von Ziegel. Wie der den Ball da erobert hat, ist ja fast unglaublich. Wow! Brahimi, weiter Ball und Taffer wäre beinahe dran gekommen. Das wäre fast ein Konter geworden hier mit Taffer. Oh. Und Fickinger hält. Ja, ich bin mächtig begeistert gerade im Moment von dem, was meine Mannschaft hier bietet. Super, super gemacht von Ziegel und dann den Ball rausgehauen. Leider ein bisschen zu weit, die Flanke. Leider ein bisschen zu weit. Fälscher lässt sich hier nicht abkochen. Auf Taffer. Taffer auf, ja, den Gegenspieler. Aber hier, Ziegel war wieder am richtigen Fleck und jetzt geht's nach draußen und Einwurf. Wir sind schon in der Nachspielzeit. Ich habe die Hoffnung, dass der nächste Angriff hier von Tottenham zum Abpfiff führt. Und da ist er auch schon und wir haben das Ding gewonnen. 3:1 ist ja der Wahnsinn. Das ist ja der Wahnsinn. Wir haben jetzt 6 Punkte und das sind wieder 800.000 für die Kriegskasse. Ist ja der Hammer, ey. Also vor allem das dritte Tor von Ben Khalifa war ja der Oberknaller. Das erste, okay. Und Bayer 04 verliert gegen Inter Mailand und wir haben Inter Mailand geschlagen. Was geht denn hier ab? So, da haben wir uns gefangen, das war blöd. Dann kam der Elfmeter, der, naja, ich sag mal, irregulär war. Sagen wir einfach mal, der Torwart war dran. So, dann dieses schöne Tor, was wirklich schön gemacht ist. Aber dann, und das ist das Oberhammer coolste Tor, da lässt er ihn hochspringen und dann kommt aus der Drehung der Ball. Also das ist echt, das ist einfach, das ist unglaublich. Was ein Tor, der da gemacht hat, der Ben Khalifa. 3 Tore legt er da heute rein. Das ist ja unglaublich. Das ist ja, das kann man ja fast nicht glauben. Ergebnisse, wie sieht's aus? Wir sind auf Platz 2 hinter Inter Mailand mit einem Tor plus und 6 Punkten. Unglaublich. Die Spurs auf Platz 3 und Bayer 04 Leverkusen plötzlich, eben waren sie noch Tabellenführer mit minus 2 Punkten auf Platz 4. Man soll's nicht glauben. So schnell kann's gehen. Tja, und Spieler des Monats Oktober wird damit auch Nassim Ben Khalifa, weil das muss man erstmal machen hier.
So, was haben wir denn hier jetzt Schönes? Was? Hattrick, Nassim Ben Khalifa erzielt einen Hattrick. Ja, wunderbar. Komm, mach weg, bevor es wieder einen Strike gibt. Ne, Quatsch, ein Copyright-Treffer wegen der Musik. Hatte ich ja schon mal. Ist ja unglaublich. So, jetzt haben wir hier einen neuen Scout. Der Haufe ist neuer Scout, kommt aus Österreich. Wunderbar. Mit dem können wir dann im Scouting arbeiten. Ich weiß gar nicht, was hat eigentlich der andere gemacht, bevor wir ihn gefeuert haben. Also der scoutet jetzt mit Blickfeld, wie es aussieht. Scouten sie eben mal zu zweit Blickfeld. Und ja, dann noch ein neuer Mitarbeiter ist, glaube ich, Jugendtrainer, genau. Also ich weiß nicht, hier, da wurde ich kritisiert so ein bisschen. Ich hätte ja auch mal bei den Co-Trainern gucken können. Ja, aber hey, das ist so ein Jugendtrainer. Der ist richtig gut als Jugendtrainer. Der spricht Französisch, wie in der Schweiz üblich. Also, da gibt es Teile, da spricht man Französisch, deshalb ist das jetzt auch kein Problem. Sollte doch eigentlich gut funktionieren. Weiß ich nicht, was dagegen spricht. Haben wir hier Jugendtrainer in der Jugendmannschaft. Gut, Flanagan, der ist aufgestiegen, würde ich sagen, oder? Nee, Quatsch, der ist wieder fit. Der war lange verletzt. Der hatte diese große Verletzung, glaube ich. Da war was. Sehen wir hier keine Verletzungen? Okay, sehen wir keine Verletzungen. Das ist ja auch so ein Spieler, wo ich sage, der Flanagan, das ist mal eine Hausnummer. Jetzt bin ich hier gerade noch mal am Durchgucken, wen wir denn da alles so haben. Ja, ich hoffe, dass der sich hier noch mal so ein bisschen entwickelt. Der braucht noch so ein bisschen Schub. Der hat kaum Erfahrung, ja klar, weil wir haben den ja nur einmal da oben mitlaufen lassen. Muss aufgestellt werden, trainiert mit der ersten Mannschaft. Vielleicht ist das sogar ein Fehler. So, Sonderbetreuung kriegt er auch noch, weil er unterdurchschnittliche Noten hat. Ist ein Ballgewinner im Mittelfeld, ist natürlich eine Hammer-Sache. Wenn man so einen im Mittelfeld hat, da geht was voran. Diese Trainingsziele hat er eigentlich. Der trainiert gerade alles Mögliche hier hoch. Ist jetzt gerade an Flanken dran, dann kommt Kurzpassspiel, dann kommen die Balance. Bin sogar am Überlegen, ob wir hier unten dann schon wieder weitermachen sollen mit den wichtigen Werten, die er schon trainiert hat, ob wir die dann hier direkt mal auf 65 steigern sollen. Ich wüsste auch nicht, was der hier noch an Werten hat, die wir noch steigern müssten, außer vielleicht Ausdauer. Aber jetzt sind erstmal hier Flanken und Passspiel dran und dann macht er mit Balance weiter, Dribbling und Ballkontrolle und dann wieder mit Flanke und Kurzpassspiel, so in der Hoffnung, dass wir irgendwann aus dem richtig guten machen. Der ist ja schon auf 58 hoch. Ist momentan nur die Erfahrung, die ein bisschen fehlt. Also wenn wir den über die Fähigkeiten noch ein bisschen stärker kriegen, ist alles super. Ballgewinner ist natürlich klar, Zweikampf und Grätsche. Daher kommen die Werte hier drin, die werden wir ein bisschen vernachlässigen. Und Schusskraft, ja, weiß ich nicht so genau. Soll er erstmal Flanken machen. Das linke Mittelfeldspieler sind Flanken wichtig. Haben wir für den vielleicht noch einen Mentor? Einen, der jünger ist wie er, aber schon in der ersten Mannschaft steht, wäre vielleicht ein guter Mentor. Werden sie vielleicht Kumpels. So, da haben wir mal einen Mentor zugeordnet, auch nie verkehrt. Jetzt sind wir hier mal am Gucken, was mit dem da ist, ob wir für den auch einen Mentor haben. Hier Kaminski zum Beispiel. Ist auch nicht verkehrt, wenn wir Kaminski da als Mentor einsetzen. Weil das sind ja unsere hochtalentierten Spieler, die müssen wir ja großzüchten. Den Rest, sage ich mal so, 3-Sterne-Jungs hier, da werden wir mal gucken, was da so noch übrig bleibt, was einsatzfähig ist. Aber so die richtig Talentierten, wie die hier, ja, wie, eigentlich müssen wir den auch einsetzen. Ich weiß nicht, warum der da auf der Bank sitzt. Wahrscheinlich, weil er irgendwie verletzt war. Sitzt der vermutlich auf der Tribüne. So, jetzt müssen wir gerade mal gucken. Linkes Mittelfeld. Ja, für den hier würde ich den gern aufstellen. So, ein bisschen durchsortieren, dass wir grob wissen, was hier was ist. Ja, der hier wird bald aufsteigen und ist schwächer wie der hier vom Talent her. Das heißt, der entwickelt sich vermutlich besser. Warum hat der hier einen roten Mentor? Das ist ja ein Drama. Also ich meine, ich muss hier viel öfter reingucken. Ja, dann machen wir hier mal Vilotic oder nee, Ziegel. Ziegel, Ziegel machen wir hier mal als Mentor rein. So, dann ist der offensive Mittelfeldspieler irgendwie verletzt. Den müssen wir dann mal hier rausholen. Dafür können wir vielleicht mal den
Mittermeier auf die Bank setzen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, was Mittermeier kann, aber so ein bisschen offensiv und defensiv kann er auch noch. Nicht gut, aber so ein bisschen. Also so die Werte hier. Also eigentlich, wenn man sich das mal genau anguckt, 45 OM, 48 DM, OM 50, DM 49. Das heißt also, wenn wir den auf defensiv oder offensiv trainieren würden, wäre der sogar stärker, wie unsere derzeitigen Leute, die wir da auf dem Platz stehen haben. Und das als Dreier-Talent mit 16 Jahren. Ne? Also das ist gar nicht mal so blöd, sich da mal Gedanken zu machen, ob wir den vielleicht sogar als OM bringen. Okay, und als OM. Oh, Moment. Da ist was schiefgelaufen. Das sollte der Zimmermann werden. Ja, als OM ist er eine 50. Ist der Hammer. Also normalerweise müssten wir den auf OM trainieren. Das heißt, wir müssten hier auf Eingespieltheit sagen, er soll mal ein bisschen offensives Mittelfeld trainieren. Hat er denn einen Trainingsplan? Nee, hat er natürlich nicht. Wieso auch, ne? Offensiver Mittelfeldspieler, das haben wir da erstmal rein hier. Neues Trainingsziel auf 100. Und wenn er das hat, und dann schauen wir mal. Dann sollte der nämlich schon mal eine ganze Wumme stärker sein. Dann sollte er schon mal 52er offensiver sein, weil momentan ist die Eingespieltheit minus 2, weil er eben keine 100% offensiver Mittelfeldspieler ist. Und das kann man ja beheben. Außerdem könnte er auch rechts spielen. Also der ist OM rechts des Mittelfeld. Ein rechtes Mittelfeld haben wir ja auch eine Schwachstelle. Momentan mit einem 42er, und da haben wir noch nicht mal Ersatz für. Das heißt also, auch da könnte man sagen, er spielt mal rechtes Mittelfeld. Also das ist ein interessanter Spieler, muss ich ganz ehrlich sagen. Der ist wegen seiner Vielseitigkeit interessant. Was haben wir im Moment? Was haben wir jetzt? Wir haben doch gesagt, er soll das hier trainieren. Tja, kann er bei helfen. Auch schön. So, ja, Position machen wir da erstmal OM. Muss er aufgestellt werden. So, als OM. Hört sich ja schon mal gut an. Können wir mitarbeiten? Macht Spaß so. Ja, kleiner Blick auf die Uhr sagt mir, es ist wieder Zeit, hier an der Stelle dann mal zu sagen, danke, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Seid beim nächsten Mal auch wieder dabei, wenn es heißt, der Nick frei zockt Fußballmanager 13 im Mikromanagement. Und ja, bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß auf YouTube. Viel Spaß mit meinen anderen Videos. Macht's gut. Bye, bye.